Ich habe mich dazu entschlossen, zu kandidieren. Denn eine lebendige Demokratie ist unvollendet, wenn die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht in allen Bereichen des menschlichen Lebens erreicht ist. Eine Zeit lang in Stuttgart wohnende Persönlichkeit der Linken, Clara Zetkin, sagte sinngemäß, mit Frauen, die den Reichtum ihrer Gefühle in einen Fingerhut oder in einen Kochtopf gefangen halten, lässt sich keine Veränderung machen. Regelrechte Männerregen sind in den Parlamenten Baden-Württembergs, ob in Gemeinderäten, Kreisräten oder im Landtag, im Schnitt um die 80% Männerdominanz. Ich bin Rebecca Tanner, ich bin 22 Jahre alt, ich habe einen Sohn namens Raphael und bin Nichtraucher. Ich mache derzeit eine Ausbildung als Fleischereifachverkäuferin in einer Metzgerei in Singen und werde diese nächstes Jahr im Juli 2011 beendet haben. Ich bin seit 2009 Mitglied bei der NGG Nahrung, Genuss und Gewerkschaften und ich bin seit 2009 natürlich Mitglied bei der Partei Die Linke. Ich bin eine der Sprecherinnen im Kreisverband Konstanz und vertrete somit die Interessen der Ortsgruppe Singen. Wir können uns auf vielerlei Weise kennenlernen und Mitglied bei uns werden. Kommen Sie doch einfach spontan zu unserem Stammtisch jeden ersten Donnerstag um 19.30 Uhr in der Gaststätte Kreuz. Vielen Dank! Seit den Kommunalwahlen 2009 bin ich Mitglied im Gemeinderat Singen für die linke Liste. Für mich ist es auch ein Jahr Kommunalpolitik. Ein Paukenschlag war die nochmalige Wiederholungswahl der Ausschüsse des Gemeinderates, wo man die Linke ignoriert hat und im festen Glauben, die sind ja dumm. Ist mit der solidarischen Hilfe des Reutlinger Anwaltes Ziegler die Ignoranz zurechtgerückt. Als Gemeinderätin der Stadt Singen. Ist es mir wichtig, dass mehr Krippenplätze zur Verfügung gestellt werden, ein Recht auf einen Kindergartenplatz tatsächlich da ist. Als Gemeinderätin der Stadt Singen. Ist Fraktionsstatus für die Linke das Ziel zu den nächsten Kommunalwahlen?